Herzlich willkommen zu 1000 PS TV. Wir sind hier bei den Alpenmasters in Südtirol. Heute haben wir ausgefasst Triumph Tiger 1200 GT Pro und die Harley Davidson Pan America Special, die neue Variante mit dem Quickshifter. Ein erbittertes Duell in den Alpen. McGregor und ich haben herausgefunden, welche leibender ist. Bleibt dran. Ja, wir stehen hier am Sellerjoch, ein über 2200 Meter hoher Pass und ich glaube, das Schönste, was man mit dem Motorrad so ungefähr machen kann. Also egal, wohin das Auge schweift, wunderschön. Südtirol überhaupt, wirklich kein Geheimtipp mehr fürs Motorradfahren, aber immer noch eine Reise wert und auch wenn man schon zwei, dreimal da ist, man findet immer wieder neue Perspektiven oder neu asphaltierte Strecken, so wie wir heute. Untergebracht sind wir in einem Moho, im Gassenwirt in Kienz und von hier ist es circa eine Stunde dorthin, als wirklich ein Katzensprung, weil es mitten in den herrlichen Dolomiten UNESCO-Welterbe, nicht umsonst. Und dabei gehabt haben wir eben heute zwei Oberliga-Reise-Enduros. Gregor. Aber was du noch nicht gesagt hast, warum sind wir denn überhaupt da? Wir sind in Südtirol, wir sind beim Mo einquartiert, wir haben zwei. Ja, da hat man, du hast mein Intro nicht schon angehört, weil ich habe gesagt, willkommen bei den Alpenmasters. Diesmal im, ne, könnte man sich gemerkt haben. Ihr habt es euch sicher gemerkt, schreibt es drunter, wenn ihr es euch gemerkt habt. Also, Gregor, wie lassen sich die beiden Bikes charakterisieren? Fangen wir vielleicht ein bisschen an mit der Ergonomie. Worauf hast du dich wohler gefühlt? Was zeichnet der Triumph jetzt aus? Was die Harley? Prinzipiell sind sie sich, obwohl man das nicht vermuten würde, eigentlich recht ähnlich, finde ich, auch von den technischen Daten. Bitte. Jetzt blenden wir einen kleinen QR-Code, den könnt ihr scannen, beziehungsweise findet ihr es auch in der Videobeschreibung und dort gibt es dann die technischen Daten. Genau, der QR-Code linkt euch nämlich zu unserem Motorradvergleich, ein ganz leibender Erstvergleich, wenn man zwei Motorräder hat, für die man sich vielleicht interessiert und die man vergleichen möchte. Bei uns auf der Website könnt ihr jetzt gleich parallel am Second Screen sozusagen durchzollen. Aber zurück zur Ergonomie, Gregor, wie schauen wir aus bei der Triumph? Genau, mir ist dann aufgefallen, prinzipiell sind wir eben ähnlich, aber die Triumph ist dann doch noch von der Ergonomie her ein bisschen gemütlicher gestaltet. Ich habe das Gefühl, der Kniewinkel ist noch etwas in Richtung rechter Winkel, also noch etwas entspannter auf der Tiger. Die GT Pro Variante ist generell, habe ich das Gefühl, auch noch die etwas gemütlichere von diesen 1200er Dingern und dementsprechend war ich hier noch etwas entspannter unterwegs, wobei auch die Harley natürlich sehr gut cruised, vor allem dieser breite Lenker macht sie angenehm. Sie ist ja doch dann auch, sie sind beide jetzt keine Leichtgewichte, ja, aber die Harley Davidson ist schon, vor allem mit diesem doch sehr hoch liegenden Tank, noch ein bisschen höher als bei der Tiger. Das ist schon mächtig, wenn man sich dann einmal draufsetzt, aber nichtsdestotrotz gut beherrschbar, schön breiter Lenker. Und ich möchte noch nicht zu viel zur Kurvendynamik, zum Fahrverhalten kommen, das besprechen wir später. Aber rein von der Sitzposition haben mir beide gut gefallen, aber eben Harley Davidson, ein bisschen spitzerer Kniewinkel und auch die Sitzbank ist bei der Triumph, habe ich das Gefühl, noch etwas umfangreicher, vor allem etwas länger. Das heißt, man hat dann noch ein bisschen mehr Platz, habe ich das Gefühl. Ja. Was mir aufgefallen ist, bei der GT Pro habe ich diesen Knick im Tank. Und je nachdem, wie man sitzt und auch wie lang die Beine sind, kann der vielleicht an der falschen Stelle sein. Da hat die Pan America es leichter, weil das sich nach vorne einfach ein bisschen erweitert. Und man hat aber prinzipiell, finde ich, bei beiden einen guten Knieschluss, kann das schön über eben Anpressdruck mit dem äußeren Bein durch die Kurve dirigieren. Und für mich ist die Triumph
überhaupt von allen Oberklasse-Reisen durch mit die komfortabelste. Also das elektronische Fahrwerk, wenn wir vielleicht auf das jetzt eingehen, ist wirklich allererste Sahne. Das ist neu gemacht, das spielt alle Stückeln. Es ist die GT Pro trotzdem nicht super sportlich. Sie ist eher auf der gemütlichen Seite, aber ich glaube wirklich so für lange Touren das Fahrwerk großartig und diese semiaktive elektronische Komponente arbeitet mittlerweile so zuverlässig, dass einem gerade bei so vielen wechselhaften Bedingungen, wie wir es hier in den Alpen vorfinden, eben ein konventionelles Fahrwerk sicher unterlegen ist und einem auch nicht mehr abgeht. Oder wie siehst du das? Ja, das ist halt das Schöne, glaube ich, an diesen semiaktiven Fahrwerken ist vor allem die Vielseitigkeit. Und das haben wir ja auch hier in der Harley-Davidson. Das ist eben die Panamerica 1250 Special. Das heißt, die hat auch eben das semiaktive Fahrwerk, hat auch diese Ride-Height-Adaption. Das heißt, das merkt man ganz lustig, wenn man es dann zum Beispiel abgedreht wo stehen hat. Weil sonst beim Fahren merkt man das ja nicht wirklich. Aber wenn man es dann einschaltet, dann fährt es einmal rund und das merkt man so richtig, wenn man noch im Stand ist. Und das ist vor allem auch positiv, muss man sagen, für doch Piloten mit kürzeren Beinen. Und auch sonst aber hat sie diese automatische Einstellung, ist auch gekoppelt an die Fahrmodi. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass hier diese Abstimmung doch bei der Tiger noch eine Spur feiner geschafft wurde oder gelungen ist. Die Harley-Davidson ist auch noch, finde ich, auf der weicheren Seite. Im Sportmodus, aber das Fahrwerk wird dann auch nicht wirklich sportlich. Also von dem würde ich beide auch ähnlich sehen. Ja, finde ich auch, ist bei der Triumph, wie ich schon erwähnt habe, ähnlich. Was das sportliche Fahren noch unterstützt bei der Triumph, ist auf jeden Fall diese echt orge, Superbike-würdige Bremse. Und da hat sie gegenüber der Harley echt Meter. Also was man da in der Bremszone sozusagen gewinnen kann, ist schon beachtlich. Wir haben halt auch die Spur straßenorientierteren Reifen auf der Triumph montiert gehabt, hat man auch gespürt, fand ich. Aber die Harley trotzdem nicht schlecht. Und ich weiß nicht, wie ist dir gegangen? Hinten fand ich, hat die Harley-Bremswirkung jetzt mich überhaupt nicht überzeugt. Also da war es echt was ein bisschen abgegangen ist. Es war im Gesamten ein bisschen schwammig und ein bisschen mehr Aufstellmoment hat es auch als der Triumph. Also dieses Thema Anbremsen, in Kurven reinbremsen, was Dynamisches, war die Triumph doch vorne, was meinst du? Ja, ich habe generell, die Harley-Davidson hat mir in manchen Punkten extrem gut gefallen und in manchen fand ich wirklich, dass da noch großes Verbesserungspotenzial wäre. Man muss ja fairerweise sagen, Panamerika ist ja wirklich ein Erstschritt gewesen für Harley-Davidson und ich habe wirklich das Gefühl, dass teilweise einfach noch vielleicht ein bisschen die Erfahrung fehlt in der Abstimmung und diese Mankos halt einfach noch spürbar sind. Eben Bremse ist genau eins dieser Mankos, der großen Mankos für mich, weil sie ist halt nicht mal ansatzweise nicht. Die Tiger hat eine gute Bremse, auch glaube ich im Vergleich zu anderen Enduros. Also ich glaube, beste am Markt derzeit. Da habe ich mit Martin die Super Adventure dagegen gehabt. Also das ist unfassbar, wie das zupackt. Genau, so fein dosierbar und trotzdem kräftig. Und die Harley-Davidson ist halt weder fein dosierbar, noch packt sie übertrieben kräftig zu. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, gerade wenn man dann eine Länge, weil gerade in den Alpen ist es ja wichtig, man hat lange Abfahrten, immer wieder bremst man bergab die Masse rapide runter, gerade wenn man ein bisschen sportlicher fährt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass der Druckpunkt immer schwammiger geworden ist, schon ein bisschen Fading hatten. Also da wird definitiv noch Nachbesserungsbedarf. Was lustig ist, weil wir gleiche Dimensionen haben, beides Brembo-Anlagen, aber trotzdem. Ja, wobei da ist der Lehmer, das ist halt die richtig feine Ware drauf und das sind auch radial verschraubt, auch Brembo, aber eben nicht ganz so super. Was der Harley aber zugute kommt, finde ich, im Vergleich zu Triumph, ist, dass der V2, der große, ein bisschen mehr Motorbremswirkung bietet und das ist gerade bei so langen Bergabpassagen ja auch nicht zu unterschätzen. Da ist bei der Triumph gerade, du musst wirklich ein Einser, bei den ganz engen Kernen, sonst passiert mal gar nichts und auch da unter 3000 Touren, da kommst du in so ein komisches Gleiten. Also da musst du dann wirklich hinten fest mitbremsen, womit ich nicht ganz so warm geworden bin. Also ich bin jetzt in Neustadt schon gefahren und da haben wir halt normale Kurven gehabt und auch Kehren, aber so eng und so steil wie hier war es nicht. Und das ist mir heute noch ein bisschen negativ aufgefallen, muss ich sagen. Ja, das mit der Motorbremswirkung, ich weiß, das wird dann wieder ausgeglichen durch die Superbremse. Also das hat mich gar nicht so störend gefallen. Aber wenn wir jetzt schon bei den Motoren sind und wie sich das in den Alpen verhält, sind zwei Sachen mir sehr stark aufgefallen. Erstens, das wurde uns auch schon von Ingenieuren gesagt, der Kardan dürfte nicht so leicht so sein in der Abstimmung mit der Gasannahme, dass es eben Kardans zu ruppigerer Gasannahme neigen. Und eben, die Tiger hat einen Kardan und das merkt man gerade in den Kehren sehr stark, wenn man ohne Kupplung im zweiten zum Beispiel fährt und dann ist man zuerst im Schubbetrieb und dann legt man das Gas an. Selbst wenn man es ganz sanft macht, gibt es einen Ruck. Und
und das kann störend sein, bringt ein bisschen Unruhe rein, da muss man vielleicht mal die Kupplung als Hilfe nehmen. Dafür aber wiederum Dreizylinder kennt man, eine sehr smoother Leistungsentfaltung. Das heißt, wenn man es schafft, dann nach diesem ersten Ruck vielleicht oder mit leicht zuhilfenahmender Kupplung dann aber konstant durch die Kehre ganz leicht nur Gas anzulegen. Also da hat man nicht einmal wirklich, dass das Motorrad schieben würde, also oder Leistung ans Hinterrad gelangt. Da geht es rein, dass man ganz sanft Gas anlegt und somit kann man dann diese Lastwechselreaktionen quasi minimieren oder halt einfach es nicht dazu kommen lassen und dann funktioniert sie auch wieder super im Kern. Weil ansonsten sind die Gänge oder der Motor so elastisch, man kann super ausdrehen, aber auch sehr, sehr entspannt nur schon bei unter der Mitte des Drehzahlbandes schalten. Bei der Harley hingegen fand ich, da hast echt so zwei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also wir haben ja nicht nur, wir haben ja nicht Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wir haben, was haben wir drauf hinten? Ein Orgen, Screaming Eagle Auspuff. Aber Dr. Jekyll und Mr. Hyde war bezogen auf die Leistung des Entfaltung des Motors. In den unteren Regionen ist er bärig, bauchig, das passt, aber richtig weitergehen zuerst, dass du ihn drehst. Das zur Reisentour jetzt gar nicht so passt, finde ich, aber oben geht dann echt die Post ab. Also es ist mit Abstand der performanteste und sportlichste Harley-Motor, den ich je bewegt habe. Aber er braucht eben Drehzahl. Und was dann noch ein bisschen dazu kommt, ich habe bei der Pan America, obwohl es einen Quickshifter hat, und der ist ja neu für heuer, also vielleicht interessant, fast immer konventionell geschalten mit Zuhilfenahmekupplung, weil er leider nicht das Gelbe vom Ei geworden ist. Da sammelt die Triumph deutliche Pluspunkte, weil der ist trotz Kadern nicht schlecht. Ich finde, er ist nicht ganz am Niveau der 900er Tiger, der Quickshifter dort, den wir heuer in Barcelona im März schon probieren dürfen, immer noch State of the Art Benchmark für mich. Und da kommt es nicht ganz hin, aber Welten besser als der Pan America. Vielleicht auch da Erstlingswerk und deswegen noch Nachschärfbedarf, oder? Also das jetzt zum Beispiel eben Punkt Nummer, Manko für mich Nummer 2, was dringend nachgebessert gehört. Quickshifter ist einfach echt, einfach nicht gut. Kann man nicht schönreden. Vor allem, es ist der erste Quickshifter, der sich schwer tut beim Hochschalten. Weil sonst, da kennt man es vielleicht von Kawasaki, die haben zum Beispiel oft Probleme beim Runterschalten, dass sie nicht wollen. Und hier fand ich, sind die Downshifts das Beste gelungen, obwohl noch immer nicht wirklich gut. Aber rauf, ich habe da schon anzogen, anpresst und das will nicht schalten und auch teilweise mit richtig ruppigen und auch sehr langen Zündungsunter- oder Leistungsunterbrechungen, dass man dann im zweiten, wenn man sportlich angeht, ballert man und dann will ich vom zweiten in den dritten schalten und es geht und dann reißt es wieder an komplett, also wirklich ungut und ich habe dann auch einfach lieber die Kupplung verwendet. Also da, die Abstimmung, die passt einfach noch nicht so. Und was ich noch zum Motor sagen wollte, eigentlich paradox, weil Harley Davidson bekannt ist für die fetten V2-Motoren, die gerade untenrum die ganze Power rausblasen und obenrum passiert dann nicht mehr so viel. Und hier ist es genau umgekehrt. Und es ist so richtig, bei 4.000, 5.000 Umdrehungen kommt dann das erste Schäufe, so richtig eine Stufe und dann bei 6.000, 7.000, dann geht eigentlich erst die Post ab. Also wie du sagst, man muss richtig drehen. Und da wollte ich noch was sagen zu den Fahrmodi nämlich. Da habe ich auch irgendwie gefunden, dass dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde passt, nämlich während die anderen Modi relativ entspannt sind und finde ich auch Gasannahme und so sehr, sehr gut gelungen ist, auch in der Kehre kaum Lastwechselreaktion, aber wenn du einen Sportmodus reinhaust, weiß nicht, also mir war das viel zu scharf und ich baller an und für sich ganz gern, aber wie ruppig sie da ins Gas geht, das war mir dann einfach schon zu arg. Nicht einmal nur in der Kehre, sondern auch auf der Geraden. Bin nur im Road dann gefahren. Ja. Aber reicht auch, finde ich. Road passt wirklich gut hier, ja. Und lässt sich auch gut durchschalten. Die Bedienung an sich ist modern. Wir haben ein Touch-Display, das ist auch halbwegs gut ablesbar, aber was richtig gut ablesbar ist, zeigt Triumph mit dem TFT-Display, das in der Tiger 1200 verbaut ist. Da, auch da wieder so ein bisschen Erstlingswerk noch. Solche Sachen wie, ich kann am dem Motorrad nichts verstellen, wenn ich den Seitenständer ausgeklappt habe. Und da, ich verstelle halt gerne Sachen im Menü, gerade wenn ich mich irgendwie durch hinein tigere, verstelle ich es gerne im Stand und dann kann ich es am Seitenständer nicht machen. Also so ein bisschen Logik-Sachen, wo man vielleicht drauf kommen hätte können. Ich meine, das ist jetzt auch schon das zweite Jahr, dass die Pan America am Markt ist und da hat Triumph einfach die Hausaufgaben besser gemacht. Das ist alles gewohnte Struktur im Menü. Man kennt sich aus, was wie wann zu tun ist und ist da sicher die ausgereiftere Technik. Connectivity haben wir jetzt ehrlicherweise nicht ausprobiert, wir haben das Bike nur einen Tag und wollten ein bisschen zum Fahren auch kommen, aber bieten theoretisch beide. Also da schenken sie sich nichts und ja, ansonsten Haptik
ist auch so ein Thema, wo ich bei der Pan America nicht ganz zufrieden bin, weil sie ist für das, was sie kann, kein teures Motorrad, finde ich. Also sie ist extrem gut ausgestattet und ist für diese Oberliga in einem preislichen auf einem preislichen Niveau, wo ich sage, okay, das passt. Aber es sind halt solche Sachen wie die Schaltereinheiten, die nicht mehr hundertprozentig sich nach Wertigen anfühlen. Touch and Feel. Genau, das Touch and Feel ist nicht ganz leiwand. Und wo es wirklich dramatisch ist aus meiner Sicht, ist das Windschild. Also wer sich diesen Mechanismus überlegt hat, weiß ich nicht. Das Triumph macht super vor, wie es gut geht. Also das ist richtig sperrig, knautscht, knarzt. Und das ist auch einfach labrige Geschichte, während das ziemlich stabil ist. Also habe ich jetzt nicht mega viel Vertrauen gehabt. Genau, das ist auch jetzt mein Manko Nummer 3, wo ich mir gerne Verbesserung wünschen würde. Das, ich meine, ich denke mal, Harley Davidson wird das verbessern. Es muss ja auch noch Raum für Verbesserung geben. Unfairerweise, wie viele Jahre hat jetzt schon Triumph eben Erfahrung mit der Tiger? Und das ist auch relativ neu. Deswegen, ich bin guter Dinge, dass das dann über die Modelljahre ausgemerzt wird. Genau solche Kinderkrankheiten. Aber ja, Touch and Feel ist deutlich weniger wertig wie auf der Tiger und eben der Windschutz. Also hier kann man das ja ganz, ich sag mal, präzise und das fühlt sich auch gut an und geht leicht. Und das ist so eine fummelige Geschichte und alle, wie du sagst, so wackelig. Und also da würde ich auch unbedingt noch nachschärfen, weil auch der Windschutz ist, wir sind da auch Autobahn gefahren, Anreise hier zur Sella-Runde und den Windschutz haben wir dann da auf der Autobahn ein bisschen überprüft können, auch wenn es keine lange Etappe war, aber der ist auch auf der Tiger einfach besser gelungen. Was ich auch noch bei unserer Autobahn-Etappe bemerkt habe, ist nämlich wieder ein Nachteil von der Tiger 1200, nämlich sie hat in einem gewissen Geschwindigkeitsbereich, also nicht dauernd, aber doch gerade so Autobahngeschwindigkeit, 130 km/h oder so, teilweise 120, da in dem Bereich sehr hochfrequente Vibrationen. Das ist jetzt, glaube ich, an und für sich nicht einmal ein unbekanntes Problem, gerade mit den Dreizylindern. Aber hier merkt man es wieder und es ist okay bei so kurzen Etappen, wie wir es doch heute gefahren sind. Aber ich war mit der GT Pro, wir haben sie ja auch als Dauertesterin bei uns im Büro stehen und da bin ich schon gefahren, 2 Stunden durchgehend Autobahn und da merkt man diese hochfrequenten Vibrationen dann schon negativ. Also ich habe dann richtig so ein bisschen taube Hände und sogar taube Füße gehabt. Also sogar durch die Fußrasten und den Stiefel bis in die Füße geht das, wenn man wirklich lange sitzt und dauerhaft diese Vibrationen hat. Das ist halt ja dann nicht so angenehm. Und die Harley Davidson hat auch Vibrationen, aber nicht unangenehme. Also wenn man ballert, dieser V2, sicher, das spürt man, dass da die Post abgeht unten runter. Aber es ist nicht so eben so eine ungute Frequenz. Fand ich auch. Vielleicht kurz, Autobahn, lange Etappe. Reisen zu zweit ist sicher auch ein Thema, das man mit so großen Enduros machen möchte. Und das hat der Gregor wieder bei mir hinten drauf ausprobieren dürfen heute. Und jetzt ganz schnell, vielleicht knackig, welches besser? Machen wir einfach so. Welche ist besser? Das erkennt man ganz schnell eigentlich an der Form der Sozius-Sitzbank. Nämlich, wenn man sich es anschaut von der Fahrersitzbank bei der Harley Davidson, geht es deutlich weniger steil oder schräger bis zum Plateau von der Sozius-Sitzbank. Das nimmt der Sozius-Sitzbank, obwohl der Polster oder der Sitz an sich eigentlich nicht klein ist, nimmt das aber doch relativ viel Platz weg. Dementsprechend eigentlich ist der Sozius-Platz auf der Pan America echt nicht groß. Und was auch noch dazu kommt, ist wieder ein bisschen Wertigkeitsgeschichte, dieser Bügel, die Haltegriffe, die sind hier nur aus Plastik und aus nicht wirklich sich gut anfühlendem Plastik. Also da habe ich mich schon mal sicherer wo gefühlt. Noch dazu, dieser gestreckte Tank ist recht schwer, was ich gern mache, eben wenn man gerade in den Alpen bergab, man bremst auf die Kehre zu, ich möchte ungern den Fahrer komplett mit meinem Gewicht belasten, also greife ich rum und versuche mein Gewicht selber zum Teil zumindest am Tank abzustützen. Und das ist hier relativ schwer und ich habe ja doch lange Arme. Auf der Triumph war es auch nicht gerade leicht, aber doch durch diese buckligere Form noch etwas besser und wir haben vor allem aber einfach mehr Platz. Diese Stufe zum Sozius-Platz ist einfach steiler, dadurch mehr Platz oben und die Griffe fühlen sich auch einfach besser. Am Kniewinkel ist auch eine Spur entspannter noch für den Sozius oder die Sozia auf der Tiger im Vergleich zur Harley Davidson. In Summe aber trotzdem, es sind Reisenduros, also es ist absolut aushaltbar, es hat passt, aber Sozius würde ich einen Punkt mehr der Tiger geben. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, weil du gesagt hast, die Form der Sitzbänke ist richtig. Bei der Tiger ist es nämlich so, dass die dann am Ende, bevor es zum
eigentlichen Fahrersitz übergeht, geht es ein Stück hinauf. Und das verhindert, dass du, wenn ich bremse vor der Kehre, so weit zu mir vorrutscht. Das ist auf der Halle dann schon ein, zweimal passiert. Also auch als Fahrer kann ich sagen, soziusmäßig würde ich auch zu Triumph greifen, wenngleich die Halle nicht schlecht ist. Also man hat auf beiden genug Platz und wir sind ja beide eher große Leute. Du bist 1,85, ich bin 1,87. Also mit einer kleineren Person hinten wird sicher noch besser Platz. Aber wie gesagt, Sieger, Triumph. Ja, kommen wir zum Fazit, Gregor. Ich finde, es waren wirklich schöne Stunden, die wir mit den beiden Motorrädern heute verbringen durften. Südtirol ist ein Traum zum Motorradfahren. Und ja, machen wir vielleicht noch einen Satz Abschluss zum dem Vergleich. Fazit, geht schon los. Fazit. Beides tolle Motorräder, finde ich, mit richtig interessanten Grundkonzepten. Und trotz dieser unterschiedlichen Grundkonzepte, V2, Dreizylinder, sind sie sich doch recht ähnlich. Aber beide, finde ich, haben halt dann doch noch Punkte, wo man einfach nachschärfen könnte. Und hoffentlich werden die dann im Laufe der nächsten Jahre nachgeschärft. So wie sie jetzt dastehen, sind sie gute Motorräder. Aber man muss halt wissen, und wir hoffen, dass wir das auch jetzt auch klarstellen konnten, es gibt doch noch, sage ich mal, ein paar Ecken und Kanten. Aber das ist ja auch okay so. Ja, was man auch sagen muss, die Konkurrenz ist halt hier extrem stark und nirgends so technisiert, in keinem Segment wie bei den großen Reiseenduros derzeit. Insofern zwei gute Motorräder, finde ich auch. Also ich kann auf beiden meinen Spaß haben, ich kann auf beiden auch langfristig meinen Spaß haben, glaube ich. Mich hat der Harley Motor, weil er Harley untypisch ist, heute voll begeistert. Das oben raus aufdrehen ist wirklich cool. Die Triumph ist auch ein super sportlich zu bewegendes Motorrad. Einzig die Schräglagenfreiheit ist mir ein bisschen zu gering. Da lässt Triumph das letzte Quäntchen Sportlichkeit nicht zu und insofern steht die Harley darum fast um nichts nach, abgesehen von den Bremsen. Und ja, wenn ich mir jetzt eine mit nach Hause nehmen müsste, wäre es für mich, glaube ich, die Triumph, weil sie etwas besser rundherum das Package ist. Aber für einen Tagesausflug, wenn ich ein bisschen was Exponierteres, was Offroadigeres auch vielleicht, da noch ein Satz, Offroad-Zimmer hat er gar nicht gefahren, in den Alpen nirgends erlaubt und auch bei beiden 19 Zoll, also es ist schon eine Reisentouro, aber eher für die Straße gemacht. Aber jedenfalls für ein Abenteuer würde ich gerne auch mal zur Pan America 1250 Special greifen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, jawohl. Und schaut alle anderen Alpenmaster-Videos, weil es werden noch einige kommen. Bitte Kanal abonnieren, falls noch nicht erledigt. Ein Danke noch an Moho und an die Leute vom Motorrad, die uns diesen Test hier ermöglichen, weil für mich ist es immer großartig, in so einer Umgebung so tolle Motorräder bewegen zu dürfen. Und ich glaube, ich werde wiederkommen zu den Alpenmastern. Ja, hoffentlich. Und wenn ihr wissen wollt, ob es vielleicht eine dieser beiden mächtigen Ladies es wirklich an die Spitze der Alpenmaster schafft, also die Alpenmasterin wird, dann schaut euch unbedingt die entsprechenden Motorrad-Ausgaben, Magazinausgaben an. Wir schreiben euch dann einfach in die Beschreibung, welche das sein werden, weil das wissen wir jetzt so ad hoc auch nicht. Macht's gut. Ciao. Ciao. Arrivederci.